Willkommen zurück zu Harry Potter Legacy und wir gehen auch direkt rein in die Olga. Ich freue mich, ich habe gerade richtig Bock auf das Spiel. Wir machen unseren Slytherin weiter und gehen rein. Letzte Folge haben wir ein, zwei Zauber gelernt für jetzt ein größeres Abenteuer. Und ich freue mich sehr. Oh, es ist so schön. Wir genießen jetzt erstmal kurz. Okay, wir haben genug genossen. Wir müssen zu Professor Fig zurück. Das machen wir erstmal schön mit einem Potterart hier. Beziehungsweise ist ja Flohpulver. Wir machen eine Flohreise. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier richtig ist. Ich denke ja hier so. Von da aus können wir auch gehen. Die Ladescreens haben die nicht so schön gemacht. Aber der Rest ist umso schöner. Und sie sind ja nicht so lang wie in GTA. Von daher geht das alles fit. Ja, dieses Spiel, ne? Oh, das ist so geil. Es hat auch immense Immersion. So, folgen wir da erstmal. Ich mach kurz die Cam so ganz bisschen weiter nach links. Nicht, dass ich gleich den hier mache oder den und ich bin in der Fähigkeit drin. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Einmal so tippern und weiter geht's. Es ist so schön. Ich komme aus dem Schwärm nicht raus, ey. Ist so schön. Diesmal muss ich nicht lernen. Oh, ist auch alles richtig schön dunkel. Okay, wir gehen erstmal rein. Heute ist der Ton noch tausendmal besser. Hab beim letzten Mal was verkackt. Und wir müssen bis morgens warten. Können wir, denke ich, auch aus dem Fenster gucken. Das kann man da. Ich kann interagieren. Diese Dinger müssen wir doch noch sammeln. Das machen wir auch noch. Dann sammeln wir in einer Folge einfach alle. So machen wir es. Warten Sie mal kurz. Ich muss mal was gucken. Okay. Ihr habt jetzt ein bisschen Ambiente genossen und wir gehen in die nächste Quest rein. In den nächsten Auftrag, ins nächste Abenteuer. Aha. Oh, das ist natürlich auch nochmal ein Change. Ja, da bin ich. Und Reiner. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fig! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Schau mal, Bruder. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. So, es geht jetzt hier runter. Wir gehen zu Sebastian. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Oh, dann gehen wir jetzt mit dem Bruder dahin. Ist auch fein. Das wird nämlich unser Partner in Crime. Der jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, muckst du. Okay, ist auch Feuer. Ne? Besser, Digga. Hui. Wo geht's denn jetzt hier lang? Hier unten. Hoppala, hoppala. Digga, wenn man diese Treppen geht, dann ruckelt auch das ganze Spiel. Ah, nee, da sind die Geigen. Es gibt noch einen Flur. Ah, das will ich euch noch zeigen, aber später irgendwann. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich bin mir nicht sicher, aber bin ich ehrlich? Komm, ich bin ehrlich zu dem. Der ist ein netter Dude. Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt.
Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Bis heute Abend. Danke, Sebastian. Bis später dann. Das sieht auch schon wieder einfach zu episch aus. Schön hier runter. Was macht er da? Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Pfeife. Okay, ich muss ihn erstmal nähern, Leute. Wir machen uns bereit. Perfekt. Haben wir den auch schon in der Tasche? Können wir jetzt auch schön weitermachen? Soll ich das Headset? Ah, ich lasse das so. Ja, okay, ich glaube, das kriege ich auf den Schirm. Wo ist er denn? Wo ist er denn hier? Welche mache ich denn raus? Habe ich schon die zweite? Nee, habe ich noch nicht. Am Anfang ist das kacke. Man hat ja noch mehr Action-Bars, aber die kommen erst zum Ende hin. Ich mache erstmal das. Still wie ein Grab. Okay, still wie ein Grab. Ist das dein Ernst, Digga? Habt ihr euch gegen mich verschworen? Ah! Okay, was steht da? Und den Typen meine ich, der singt dann immer, ne? Jetzt geht er dahin, obwohl der Zauber von hier kommt. Der Bre, der macht richtig schöne Musik. Aber der ist jetzt gerade leise. Die ganzen Vertrauensschüler, die nerven. Einfach schön, wirklich schön. Okay, und wir müssen jetzt da rein. Das heißt, die sollen irgendwo noch dahin gehen. Okay, der erste geht. Kann ich nicht in die Bücher rein? Na, wie wär's, wenn du mal guckst? Ah, okay, jetzt ist der andere aber wieder weg. Und du gehst nach da oben. Digga, wie soll ich denn da reinkommen? Okay, der erste geht jetzt da rein. Und ich muss da durch, ich muss da durch. Digga, ich mach jetzt einfach den hier. Geht der? Geht der? Nein, 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 zu nah, zu nah, zu nah, zu nah, zu nah, zu nah. Digga, wie soll ich denn da durchkommen? Was soll ich denn da jetzt machen? Ich könnte hier noch was in Brand setzen oder so vielleicht? Nee. Okay. Ey, wie soll ich das denn machen? Kann ich auch da hinten lang? Okay, okay, warte so. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ja, ja, jetzt sind sie alle abgelenkt. Jetzt schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Schlechter. Der Schulleiter wird davon erfahren. Ah! Es ist nicht sehr klug, zu dieser Stunde hier herumzulaufen. Petze, Petze. Der neue Versuch. Okay, okay, irgendwas, so einen kleinen Trick habe ich doch vergessen. Irgendwas musst du noch machen. Also ich lenke die ab und dann gehen die. Aber es sind drei Stück und der eine, wenn ich den ablenke, der geht in die Tür rein. Ich weiß was. Ich soll die alle umbringen. Es gibt keine andere Lösung. Nein, Spaß. Okay, gehen wir jetzt nochmal rein. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Okay, perfekt. Dann machen wir den hier. Abfahrt, Abfahrt, Bruder. Da. Hallo, 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 hallo. Okay, dankeschön. Und jetzt hier nochmal gucken. Was machen wir da? Wie kriege ich den jetzt da hinten hin? Ich kann vielleicht auch von der anderen Seite gehen oder muss ich da reingehen? Ich kann mir mal die Karte angucken. Na ja, okay, das ist nicht so eine Karte. Okay. Aber der ist da hinten ja schon mal ganz gut. Da muss ich jetzt eigentlich nur noch den einen da weglocken, ne?
Okay, und der geht jetzt. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, dürfte mich keiner erkennen. Ah, perfekt, da haben wir es doch. Sind wir drin in der Olga? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Okay, mach ich. Mist. Warum geht denn aus eurer Verstohlenheit? Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Na okay, gute Idee. Ich frage gar nicht nach. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Das ist, glaube ich, nicht der Zeitpunkt, wo ich jetzt hier noch Fragen stellen sollte. Okay, der Bruder macht was. Wo ist er hin? Okay, er lenkt... Ich kann nicht reden. Er lenkt... Er sorgt für Ablenkung. Digga, ich bin schon so drin. Okay, was macht der? Bruder hat alles in die Luft gejagt. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Kommen die jetzt allen ernstes hier lang? Nein. Ich weiß gar nicht, was die Range ist, aber Digga, jetzt sollte ich mich ja nicht mehr sehen auf Entfernung, oder? Meine Güte, was für ein Chaos! Los, suchen. Hier ist er. Geht's jetzt rechts rum? Okay, ich bin durch. Das war spannend, aber es war auch irgendwie gleich. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Kann man den Scheiß wieder zumachen? Natürlich nicht. Oh, Digga, war das laut. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Ah, okay, wenn man das dann aufmacht, dann... Ah, verstehe. Jetzt gehen wir hier ins... Ah, okay, wegen Autoritätsperson, da muss ich gegen Bilder Geist, gehen. Sei vorsichtig. Ich sehe keinen Geist, ich sehe keinen verfickten Geist. Ah, doch. Jetzt geht er rüber. Autoritätsperson, Digga, du Scheißgeist. Schönes Bild. Wir gehen weiter. Und da hinten ist noch ein Geist, aber der ist uns jetzt erstmal egal, weil wir müssen ja da vorbei, oder? Der kommt ja jetzt auch nicht. Der steht ja nur zur Zierde. Aber dann Blutkiste ist. Ah, sie kommen. Nee, sie ist noch nicht da. Okay, kann man hier um die Ecke lauschen? Die Luft ist jetzt... Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Digga, also, wir müssen. Was suchst du eigentlich? Oh, falsche Taste. Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Schön klauen in der Schule. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Ah, die Kiste ist auch geil. Was genau? Pass auf. Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Die sieht uns nämlich jetzt nicht. Und da können wir klauen. 500 Goldmünzen. Woo! Bald habe ich einen neuen Besen. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Das würde ich gerne mitnehmen. Okay. Oh nein. Also solche Teile brauchen wir. Wir müssen uns alle merken. Habt ihr das gesehen? War das eine Hand? Okay. Das ist creepy. Gehen erstmal weiter. Wir müssen noch unserer Mission folgen. Was geht jetzt hier? Und das kann ich zum Feuer bringen, glaube ich. Nee, geht noch nicht. Ah, so. Was ist das? Eine Handbuchseite. Die ganzen schönen Bilder. Oh, ein Korkenzieher. Brauntöner. Jetzt brauche ich eine... Nein! Sebastian Sallow und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich. Was ein Bastard. Okay. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen.
Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Na, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, okay, was machen wir hier? Ich die Rüstung reparieren. Ja, ich auch. Ich weiß das, glaube ich, auch. Ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, ich mach das hier hin. Ich kann doch immer durchwechseln. Reparo! Digga, schade, dass es beim Aufräumen nicht auch so geht. Digga, ist das eine Trollrüstung? Ah, das ist eine Truhe. Muss ich jetzt hier durch? Dann haben wir den hier. Okay, es geht noch weiter runter. Das ist ja wirklich eine sehr verbotene Abteilung. Das ist schon verbotenes Gewölbe. Aha, was ist denn hier los? Natürlich. Kann ich das nicht? Spuren alter Magie. Nee, ich kann es nicht befeuern. Dieser Raum, ja, muss okay. Doch etwas verbergen. Jetzt gibt's natürlich richtig Action. Untersuchen. Aha. Sie gehen einfach mal durch, oder? Bringt ja alles nichts. Kann ich nur wieder zurückgehen? Das ist krass. Ist Strotz hier von alter Magie? Oh, da ist noch eine Kiste. Das sieht aus wie eine gute Kiste. Oh, ich kann hier noch meine Ausrüstung ändern. Oh, ich habe noch gar nichts an. Oh ja. Oh cool. Hauptsache Werte, ne? Das ist ja das A und O. Ich habe ja sonst wirklich noch gar nichts gesammelt. Ist ja relativ am Anfang. Zauberstab kann ich auch noch machen. Mach ich mal den hier. Und zurück. Jetzt bin ich ein Bremitut. Sehr gut. Wo führt sie wohl hin? Jetzt bin ich gespannt. Es gibt ja auch für jedes Haus eine extra Quest. Wusstest du dir das? Ah, okay. Lüft das Geheimnis. Ich gehe einfach mal hier drauf. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr machen. Und jump! Boah, Digga, was für ein Sprung. Das war ja klar. Wow. Das sieht auch geil aus. Oh, okay, wir machen, das wird so ein Ding, wie das jetzt. Mach ich mal den hier. Oh, na, hast du hier mit dem Falschen gefickt, mein Freund. Ah, dann sind wir mal kurz weggehauen, da kommen aber noch mehr. Kein Problem. Ein müdes Lächeln habe ich für euch über. Haben wir schon ein Erfolgsding aus dem Reverzeugen, alte Magie verstecken. Ah, okay, alles klar, weiß Bescheid. Und das kann ich auch machen. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Perfekt. So. Da sind Statuen, die werden mies auf mich draufkommen, glaube ich. Ja. Komm. Ah, den habe ich nicht gesehen. Kommt her. Komm. Okay, dann haben wir das doch auch. Das ist noch unser EP. Und hier sind noch Kisten. Wie komme ich denn jetzt dahin? Hm? Kann ich so machen? Akio? Leviosa? Ist hier sonst noch sowas? Da oben vielleicht? Ah, hier ist noch was. Ah, da muss ich auf die andere Seite erst. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Los. Guck mal, was hier passiert. Oh mein Gott. Nein! Das wollte ich nicht. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Ich muss hier auf jeden Fall öfter drücken. Ich muss hier richtig reinhämmern erstmal. Ich jump jetzt einfach mal rüber. Wow. Was passiert, wenn ich jetzt hier unten drauf drücke?
Okay, die gehen jetzt wieder weg. Ah, das ist für den Rückweg. Okay, okay. Dann komme ich da erstmal nicht hin. Och, der Boden. Seht ihr das? Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich jetzt dunkel gestellt habe im Stream. Ne, man sieht alles perfekt, genau wie ich es auch sehe. Oh ja. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Das frage ich mich ja auch, Bruder. Was ist das hier? Was ist das? Ist das ein Haken? Ah nee, die war links an der Wand eben. Ah, okay, habe ich gar nicht gesehen. Okay, erstmal hier wieder usen. Komm ich bis nach da hinten? Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Ja, okay, okay, chill, chill, chill. Ich muss auf jeden Fall öfter draufhauen. Okay, okay. Digga, das gibt's doch jetzt nicht. Okay, soweit habe ich's doch jetzt. Ah, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ah, okay, okay. Digga, ich noob einfach zweimal gestorben. Nimmst du das bitte mit? Dankeschön. Das auch noch. Oh, jetzt habe ich noch was Elegantes. Elegant finde ich besser. Das ziehen wir uns direkt einmal an. Logo Horns. Aber nein, geht noch nicht. Okay, dann zurück. Okay, jetzt ist, glaube ich, gleich ein dicker Fight. Ich tank erstmal alle. Kommt, kommt. Komm her, komm her. Kann ich eigentlich auch verbrennen? Upsala. Ich weiß gar nicht, ob man die auch zusammenpolen kann. Das fände ich auch ganz cool. Und damn. Oh, der ist gar nicht tot. Und hoch mit dir und komm hier hin und drauf verhammern. Knall, knall, knall. Boah, das war aber ganz schön knapp. Und der kommt erstmal hier hin. Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da? Ich sehe nicht mehr. Oh shit. Kann ich eigentlich aus verstecken? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, da habe ich ja noch einen. Komm mal hier näher dran. Das haben wir doch auch schon mal. Halleluja. Ich sehe auch gar nicht mehr so toll kühn aus, wie ich vorher aus, ne? Oh, ein Buch. Es ist also doch ein Buch. Hm. Jetzt kommt's. Was passiert da wohl jetzt? Bordschlüssel tot. Hoffentlich lerne ich einen bösen Zauber. Das ist eine Erinnerung. Und ein Denkarium. Retro, würde ich mal so behaupten. Was ist da los? Die sieht sehr traurig aus.
Wie schön. Finde ich ehrenhaft. Der Arme. Was passiert jetzt? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Gebongt. Ich weiß jetzt auch noch nicht ganz, wie ich das zuordnen soll. Ist auch bei jedem Haus anders, die Story. Sebastian. Jetzt kriegen wir Ärger. Der mit dem Hut, Digga, sieht aus wie Indiana Jones. In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. In unserem Herz für immer, ja. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Diesen Peeves, den werde ich noch durch die Mangel nehmen. Habe ich mir was einfallen lassen. Ich lese ein paar Bücher und dann sperre ich eine Firma irgendwo in einer Flasche. Oh. Auftrag abgeschlossen. Oh, noch mehr Gold, Gold, Gold. Ich bin schlimmer als so ein Goblin. Oder Gnom. Kann ich wieder raus? Okay, jetzt kann ich hier raus. Das habe ich schon abgeschlossen. Perfekt. Und jetzt sind hier auch keine Leute mehr, die aufpassen. Perfekt. Was machen wir jetzt? Ich denke, wir machen erstmal Pause, ne? Der Part ging jetzt eine halbe Stunde. Ich kann mal gucken, ob ich hier noch einen schönen Endscreen finde. Ja, ich würde sagen, bisschen Atmosphäre. Ihr genießt jetzt wieder kurz. Einfach genießen, einfach hören. Hört euch das an. Guckt euch das an. Ich glaube, ich mache die Minimap und alles auch noch aus. Aber wir sehen uns, Jungs. Bis das nächste Mal und auch Mädels. Zu einer nächsten Folge Harry Potter Legacy bei Fantomic. Bis dann. Pop the frame. Baby mama telling me that I'm insane. If I got her, then I got her in my brain.
It's too late. Think I love her, but I lost her in the shade. I've been moving too fast. Catch a break, man, I really need to rest.